Willkommen zurück hier in unserem DIY-Studio unter der Überschrift Believe It Yourself, klug ist, wer selber glaubt. Freuen wir uns auf ein erhellendes, inspirierendes und bereicherndes Gespräch mit dem Ökonomen, Unternehmensberater und zeitweiligem Basketballtrainer in einem afrikanischen Kinderheim, Sebastian Schüler. Schön, dass ihr dabei seid, da sind wir nicht so alleine. Dann komm zu mir. Jawohl. Lieber Sebastian, schön, dass du da bist. Wir haben uns auf die Ghetto-Faust geeinigt. Das war so ein, haben wir das, ne? Ja, genau. So, und als Startsignal für die neue Staffel machen wir das jetzt hier zusammen. Und der Frank hat auch eins. Ich zähle mal auf drei runter. Also 3, 2, 1. Das lag, glaube ich, schon ein bisschen länger. Ein bisschen abgelaufen. Trotzdem, zum Wohl. Schön, danke für die Einladung. Zum Wohl. Prost, dass du da bist. Auch gut. Du müsstest das ja auch noch mit einem etwas persönlicheren Auge sehen, das Ganze, weil deine Tochter und deine Frau haben das ja hier bemalt mit den Wolken. Genau, mit dem ganzen schöne Blau und die Wolken haben die ausgesucht. Ja, genau. Genau, und deine Frau hat hier auch noch das Interieur mit zusammen ausgesucht. Also, klasse Frau. Ich kann dem nur zustimmen. wenn man etwas von Sebastian Schüler wissen sollte, dass man in 5 Zahlen ausdrücken kann, welche 5 Zahlen wären das? Ja, das wäre die 42 natürlich, so alt bin ich, auch wenn ich nicht so aussehe. Ach, das wäre, und damit du dachtest auch, wahrscheinlich 35. Nee, oder? Ich dachte jetzt, das wäre die Antwort auf alle Fragen, die du ja meistens hast, an dem Gespräch. Nein, das ist die 42 natürlich, so alt bin ich. Dann ist es die 5. Das ist, so groß ist unser Familienrudel. Aha. Was das Wichtigste in meinem ganzen Leben ist, das ist natürlich meine Frau, über die wir schon gesprochen haben. Dann meine beiden Kinder, Tilda und Tom. Und unser Hund oder unsere Hündin, die Inka. Wir 5, wir sind einfach ein Team und da kommt nichts zwischen und das ist das Wichtigste. Möchtest du einmal winken? Einmal an meine 4 Familienrudelmitglieder. Wunderbar. Okay. Dann ist es die 09, die steht für Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, klar. Genau. Ich bin ja, nicht so, affin, wo stehen die gerade? Platz 2. Aber nur noch 4 Punkte hinter Bayern München. Nein, echt mal eine Chance? Wie viele Spieltage gibt es noch? Ja, ich glaube noch 7 Spieltage, aber die spielen auch noch gegen Bayern und wenn sie die schlagen sollten, wäre es ja nur noch ein Punkt. Okay. Aber wahrscheinlich verlieren sie das Spiel gegen Bayern. Ja, das ist die Hoffnung bekanntlich. Genau, das steht so für meine Hobbys. Ich hätte auch gerne irgendwas zum Basketball gesagt, aber da fiel mir keine Nummer ein. Deswegen die 09 für Fußball. Dann die 11. 11 Jahre war ich hier Presbyter in der Martin-Luther-Kirchengemeinde. 11 Jahre waren das? 11 Jahre, zweimal 2 volle. Wie nennt man das? Perioden? Oder? Ja. Zweimal, zweimal 4 Jahre. Damit wir Männer auch mal die Periode haben. Genau, zweimal 4 Jahre voll und dann habe ich ja eine Pause gemacht und dann bin ich ja nochmal für 3 Jahre eingestiegen. Also 11 Jahre, das steht für die MLK, die mir wirklich sehr viel bedeutet, sehr am Herzen liegt, die mich mein ganzes Leben lang schon begleitet und ein wichtiger Teil in meinem Leben ist, immer noch. Und die letzte Zahl ist die 58.452. Das ist Postleitzahl meine von Postleitzahl, also, genau. Weil du ein heimatverbundener Mensch bist an dem Ort, in dem Viertel, in dem du lebst. So sieht's aus. 58452 steht für Witten. Und Witten ist einfach meine Stadt. Da fühle ich mich wohl, da bin ich aufgewachsen und hier werde ich wahrscheinlich auch irgendwann alt. Okay. Genau. Gut. Ökonom und Unternehmensberater. Ist eine Berufsbezeichnung. Du hast mich mal korrigiert, Ökonom wäre dir lieber? Oder ist das... gleichberechtigt, ist beides. Die Kunstökonomen, ne? Oh nein, natürlich. Aber beide Begriffe zeichnen sich dadurch aus, oder beide Berufsbilder zeichnen sich dadurch aus, die Dinge verstehen zu wollen, in Zahlen auszudrücken, in den Griff zu kriegen, Wege und Auswege zu finden. Jetzt haben wir Klimawandel, Pandemie, Krieg, Krisen, wohin man schaut. Wie gehst du damit um? Siehst du noch Auswege? Findest du noch irgendwo Perspektiven, die Hoffnung geben? Also ich glaube, grundsätzlich gehe ich da nicht anders mit um als andere Leute. Ich glaube nicht, dass die Ausbildung oder der Beruf da einen Unterschied macht, wenn man die Nachrichten sieht, wie schrecklich das ist, wie traurig einen das macht, wenn man jetzt gerade in der Ukraine die Kinder sieht, die von ihren Eltern weggerissen werden und die Väter, die von ihren Familien weggerissen werden. Das macht einen traurig. Gleichzeitig ist es irgendwie auch so ein Mix aus eine Ohnmacht, Verzweiflung, Wut, also irgendwie alles, was da täglich auf einen einprasselt. Und ja, wie gehe ich damit um? Ich glaube, ich habe 2 ganz gute Wege gefunden. Also einmal davon nicht zu viel, glaube ich,
Nachrichten gucken. Das, das schadet einfach, weil jedes Mal, wenn man Nachrichten guckt, zieht es einen richtig runter. Von der Stimmung her, man kriegt Angst, man hat diese Trauer. Deswegen halte ich es eigentlich dabei, mich zweimal täglich zu informieren. Einmal morgens, wenn ich aufstehe, über Radio oder Internet und einmal abends dann die normalen Nachrichten irgendwie im Fernsehen zu gucken. Mehr aber auch nicht. Also ich glaube, das reicht. Zwischendurch einfach gute Sachen machen. Also sich, also wenn man ununterbrochen im Radio die Nachrichten hört, Zeitungen liest und so weiter, dann ist man den ganzen Tag irgendwie schlecht drauf. Deswegen versuche ich das nicht und versuche dann zwischendurch einfach normale Routinen aufrechtzuerhalten, schöne Sachen zu machen mit meiner Familie, mit dem Hund an die frische Luft zu gehen, natürlich zu arbeiten, da die normalen Routinen beizubehalten und sich nicht von diesen Krisen irgendwie aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen. Das ist das eine. Und das andere ist einfach, dass man versucht zu lernen, die Veränderung zu akzeptieren. Also viele Leute haben, glaube ich, ein Problem damit zu sagen, ja, aber jetzt wird ja alles anders. Mit Corona wird alles anders, zukünftig wird alles anders, jetzt durch den Krieg mit Russland und Ukraine wird alles anders später, ne? Jetzt kommt der Kalte Krieg wieder und so. Ja, man muss halt mit den Veränderungen leben. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, eine Illusion, die wir uns jetzt im Laufe der letzten 70, 80 Jahre gemacht haben, dass das jetzt immer so bleibt. Genau. Die Zeiten der Menschheitsgeschichte ohne Krieg sind geringer als die mit, wenn man das mal von den Zeitkontingenten nimmt, die man... Wir hatten ja in den letzten Jahren auch Krieg. Ja, ja. Nur er war nicht so präsent, weil er nicht in Europa war. Ja. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Hast du als Ökonom irgendwie gerade wirtschaftliche Sorgen hier mit unserem Land? Ich meine, man sieht ja immer nur, überall wird Geld reingepumpt und Inflation und das kostet 100 Milliarden, um die Bundeswehr, ob man damit hinkommt und ob da was bringt, weiß man ja auch nicht. Aber hast du da Sorgen als Ökonom? Boah, ich habe ganz private Sorgen. Also wenn ich tanken fahre, fällt mir auch irgendwie ein Hut runter. Okay. Das ist, glaube ich, bei jedem so. Die Inflation treibt alles hoch. Man hat einfach im Moment weniger von seinem Geld. Mhm. Klar kann man natürlich, wenn man einigermaßen gut verdient, kann man das noch auffangen. Aber natürlich ist mir auch klar, dass alle Leute, die weniger verdienen, dass die ganzen LKW-Unternehmen, die jetzt so hohe Spritpreise haben, dass die irgendwann nicht mehr das machen können, was sie machen. Ne? Die sind ja schon protestieren gegangen und das wirkt sich ja auf alle Wirtschaftsfelder auf. Und ja, da wird noch was auf uns zukommen. Also unsere Volkswirtschaft wird das noch merken. Wird das definitiv, noch jeder. Ja. Also am meisten wir natürlich als End. Weißt du, was das Schlimmste war? McDonald's hatte einen Lieferengpass beim Veggie-Burger. Okay. Den gab es tagelang jetzt nicht. Und wenn man die Tafel sah, war 50% leider ausverkauft. Jetzt am Wochenende hier beim Drive-In in McDonald's. Also man merkt das persönlich mittlerweile schon, dass man hart verzichten muss. Anderes Thema, anderer Bereich. Du bist ja auch ein sehr medienaffiner Mensch. Wie viel Vertrauen hast du eigentlich noch so in die Medien im Allgemeinen, die Social Media sowieso? Jetzt gerade im Bereich von Kriegspropaganda, man weiß nicht mehr, welchen Bildern man trauen soll, welchen Nachrichten man trauen soll. Wie entscheidest du, was du siehst oder wo und wann du dich begrenzt und was du für wahr hältst oder wo du sagst, nee, das lasse ich jetzt aber nicht an mich ran? Also Medien sind wichtig. So, Punkt. Ich glaube, man kann nicht auf Medien verzichten, einfach um aktuell auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Deswegen muss man Nachrichten, sollte man Nachricht gucken, sollte man Zeitung lesen und einfach auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Dass die Medien einen ganz schön lenken können, merkt man, finde ich, gerade sehr doll. Einfach nur an dem Beispiel, dass seitdem die Ukraine da ist oder der Konflikt in der Ukraine da ist, hört man einfach kaum noch was von Corona. Ja. Also es wirkt so, als ob Corona weg wäre. Genau. Aber dabei haben wir die höchsten Inzidenzen seit 2 Jahren. Ja, aber da frage ich mich zum Beispiel, warum war das nicht vorher möglich? Also warum konnten wir nicht vorher schon, als es die Ukraine noch nicht, also als es den Konflikt noch nicht gab, wieso konnte man da nicht auch ein bisschen weniger über Corona erzählen? Warum musste man da jeden Tag über Maskenpflicht, Impfpflicht, Testpflicht, also man hat ja nur noch über Pflichten geredet und jetzt auf einmal redet man da nicht mehr drüber und da frage ich mich, okay, warum hat so ein Krieg gebraucht? Warum ging das nicht vorher? Wie sollte man nicht einfach ein bisschen weniger darüber reden? Es diskutiert können? Übrigens auch keiner über Maskenpflicht auf dem Berliner Bahnhof, wo die Flüchtlinge jetzt ankommen. Das ist völlig egal. Völlig Jacke. Das habe ich auch in Kenia reden wir gleich noch drüber, aber das habe ich auch in Kenia festgestellt, da war das einfach kein Thema, weil es den Leuten, weil die viel zu viele andere Themen hatten. So, und jetzt haben wir ein Thema, was schlimmer ist, und jetzt spielen bei uns Corona keine Rolle mehr. Und das wäre einfach schön gewesen, wenn man das vorher gemacht hätte. Grundsätzlich finde ich die Medien, die Nachrichten zu negativ. Also ich finde, man muss darüber informieren, aber man kann auch mal positive Nachrichten bringen. Oder wenn man schon eine negative Nachricht bringt, auch direkt mal einen Lösungsvorschlag bringen und nicht einfach nur sagen, alles ist Mist, sondern auch vielleicht mal sagen, wie kann man es besser machen. Hast du ein Beispiel, wo du sagst, da habe ich zumindest das Gefühl, dass da positivere Nachrichten auch jetzt mal präsentiert werden? Gibt's da jetzt gerade. Jetzt gerade hört man ja viel, wie gut die Flüchtlinge aus der Ukraine bei uns aufgenommen werden. Auch da frage ich mich wieder, warum
werden jetzt diese vielen Flüchtlinge, die kommen, werden empfangen und wird alles toll gemacht. Damals, als die Flüchtlinge aus Syrien zu uns kamen, wollte sie keiner haben. Da wurde man immer nur, hat man immer nur die AfD-Leute gehört. Obwohl man vergisst die Bilder vom Münchner Bahnhof. Also ich erinnere mich an diese Bilder, als ich die gesehen habe, wo die Flüchtlinge dann in München ankamen und da standen kilometerlang Leute, auch unten in den Bahnhofshallen, wo die ankamen, haben Teddybären geworfen, haben applaudiert. Damals oder jetzt? Nein, damals. Damals, okay. Damals. Also man vergisst ein bisschen, dass die Euphorie 2015 auch relativ groß war und dann hinterher schnell wieder verschwunden ist. Aber das passt ja genau zu dem Thema mit den Medien. Also man hat damals einfach meiner Meinung nach viel zu oft diese Querdenker, und nee, damals gab es noch keinen Querdenker, aber die AfD-Leute, die da Pegida gemacht haben oder was auch immer, die hat man ununterbrochen gesehen. Und es waren nur, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, 20.000. Aber wenn du die halt fünfmal in fünf verschiedenen Nachrichtensendungen hintereinander siehst, hast du irgendwann, denkst du selber als Konsument, das waren vielleicht 100.000, weil du sie fünfmal schon gesehen hast. Ne? Genau. Hast du denn bestimmte Favoriten bei den Medien, wo du dich informierst? Also bei mir ist es Zeit Online, das ist das, was ich mir angeguckt habe, wo ich immer einmal am Tag so drüber fliege. Und ich glaube, heute um 19 Uhr oder so. Ja, aber dann ist auch Tagesschau, heute, NTV, die, also jetzt kein, genau. Bist du misstrauischer geworden bei Bildern, die dir präsentiert werden? Oder sagst du immer noch, aber im Groben und Ganzen muss ich dem schon vertrauen? Bei Social Media bin ich misstrauischer geworden in den letzten Jahren. Das, das definitiv. Weil da weißt du wirklich nicht, wer das postet, ob da irgendwie Bildbearbeitungsprogramme benutzt wurden oder was auch immer. Oder ob das vielleicht aus 20 Jahren irgendwelche Bilder sind, die jetzt wieder reingebracht werden. Bei Social Media, das ist ja wirklich so ein Ding, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Das kann man für sehr schöne Sachen benutzen, was man jetzt auch sieht, für Hilfsaktionen, für irgendwelche Charity-Events, Einladungen, um mit Freunden sich auszutauschen, auch von Leuten was aus der Ukraine zu hören. Das ist alles super, dafür sollte man Social Media nutzen. Aber es kann auch genauso in die andere Richtung gehen, dass es irgendwelche Menschen auseinanderbringt, dass es Hetze zu Hetze aufruft, dass es Leute verletzt und was auch immer. Deswegen, also wenn du mich nach Social Media fragst, sollte man sich auf die positiven Sachen konzentrieren. Ich lese jetzt mal ein Zitat vor, damit du eine Chance zum Schluck Bier hast. Mach mal. Und zwar, es ist ja tatsächlich die Frage, dass man sich in diesem ganzen Konglomerat an schlechten Nachrichten, an schwierigen Nachrichten, an Herausforderungen auch immer noch mal wieder was raussuchen muss oder was finden muss, was einen Mut macht und was einen hoffnungsvoller stimmen kann, dass Veränderung überhaupt noch möglich ist. Und da sagt die Psychologin Michelle Gillon: Eine der wichtigsten Ursachen für die Herausforderungen unserer heutigen Welt ist der Glaube, dass Veränderung unmöglich sei. Natürlich stimmt es, dass es Millionen Dinge gibt, die wir nicht kontrollieren können. Aber die Probleme beginnen, wenn wir denken, dass alle Dinge außer Kontrolle geraten sind. Glaubst du noch daran, dass es am Ende eines jeden Tunnels doch noch dieses berühmte Licht gibt? In jeder Situation Hoffnungsschimmer? Welche Perspektive hat christlicher Glaube für dich hier? Oder überhaupt eine Form von Glaube an morgen und übermorgen? Also ich glaube, dass die Dame, was ist sie, eine Psychologin oder was? Dass die schon recht hat, dass in dem Moment, wo man nicht mehr an Veränderungen glaubt, dass man dann eigentlich die Tür zumachen kann. Also ich bin ein unglaublicher Freund von Veränderungen. Veränderungen spielen bei mir extrem eine große Rolle, weil ich Veränderungen auch gleichsetze mit Weiterentwicklung. Und wer sich nicht verändert oder wer sich nicht weiterentwickelt, der bleibt halt stehen und stirbt irgendwann. Es gibt diesen blöden Spruch aus der Berufswelt: Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Genau. Hört sich erstmal ein bisschen banal an, ist aber ziemlich was dran. Deswegen glaube ich immer an Veränderungen. Ich glaube, dass man auch aus Krisen was mitnehmen kann. Ja, es wird sich jetzt alles verändern nach Corona. Ja, es wird sich alles verändern nach der Ukraine. Aber man hat vielleicht auch Chancen. Irgendwie. Und in dem Moment, wo man wirklich davon ausgeht, wie sie es sagt, dass man keine Veränderungen herbeiführen kann, damit fehlt einem ja eigentlich jegliche Art von Hoffnung. Und wenn man keine Hoffnung mehr hat, hat man auch keine Motivation mehr, irgendwas anzupacken. Und dann geht es wirklich bergab, glaube ich. Deswegen, für mich gibt es immer, ein Licht am Ende des Tunnels, weil man sich immer verändern kann. Spielt Glaube für dich dann eine Rolle, gerade auch in christlicher Prägung? Ja, definitiv. Also alleine deswegen, weil der Glaube für mich ein Perspektivwechsel ist. Okay. Ja, ich glaube, dass Gott eine ganz andere Perspektive, einen ganz anderen Blick auf uns hat und auf mein persönliches Leben. Wenn ich jetzt zurückblicke auf meine 42 Jahre, dann finde ich da auch schon eine Menge von Krisen. Wir hatten 9/11 irgendwann, wo jeder gesagt hat, es geht nicht mehr weiter. Wir hatten Ölkrisen, wir hatten eine Finanzkrise.
wo jeder gesagt hat, es geht nicht weiter. Ich glaube, Gott hat sich da jedes Mal ein bisschen geschmunzelt, gesagt, doch, es geht weiter. Mhm. Und ja, uns geht's, also mir geht's gut. Ich weiß, dass Gott da an meiner Seite war. Und es ist auch so ein bisschen wie, also ich finde, also wenn meine Tochter oder mein Sohn nach Hause kommen und total verzweifelt sind, weil irgendeiner sie geärgert hat oder so, dann ist das für die eine Krise. Und die ist auch schlimm. Mhm. Ja? Und das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist aber für mich, ich sage dann, es ist ja gar nicht so schlimm. Glaub mal, morgen ist schon wieder ein neuer Tag und so weiter. Also ich habe eine andere Perspektive, weil ich schon ein bisschen älter bin. Gleichzeitig habe ich vielleicht jetzt gerade eine Krise, wo ich sage, ich komme jetzt nicht mehr weiter, aber irgendjemand, ein Mentor von mir, der älter ist, sagt, pass mal auf, das wird noch. Okay. So gibt es immer, und Gott ist halt derjenige, der über alles eine andere Perspektive hat und der genau weiß, pass mal auf, das wird schon. Du hast dir Anfang des Jahres einen besonderen Perspektivwechsel gegönnt. Du hast irgendwie relativ spontan für mich, also in kürzester Zeit, entschieden, dass du am 5. Januar nach Afrika, nach Kenia fliegst, um dort eine Zeit in einem Kinderheim zu verbringen. Erzähl einfach, wie es dazu kam, was war so ein wichtiges Highlight deiner Erlebnisse dort und wie bist du wieder zurückgekommen? Was hat das mit dir gemacht? Genau, es war super spontan. Also ich habe im Oktober oder November habe ich versucht, wieder irgendwie ein neues Ehrenamt zu finden. Ich habe ja hier in der Martin-Luther-Kirchengemeinde als Presbyter irgendwann im Februar oder März aufgehört, habe dann ein halbes Jahr Pause gemacht, habe mich nicht ehrenamtlich engagiert und dann merkte ich aber so nach den Sommerferien, irgendwie reizt es mich wieder, ich möchte wieder irgendwas machen und habe nach schönen Projekten gesucht, wo ich mich ehrenamtlich engagieren kann. Und dann fiel mir der Ben ein, der hier in der Gemeinde war, vielleicht auch noch ist, aber lange Zeit hier in der Gemeinde war, der das Projekt Nipe Tumaini uns mal vorgestellt hat, als wir noch vor 2-3 Jahren, da war auch der Kenianer Benson Mungai, war hier bei uns in der Gemeinde und da habe ich mich daran erinnert und habe einfach nur den Ben angeschrieben, habe gesagt, hör mal, ich habe wieder Zeit, braucht ihr Hilfe oder irgendwie so. Okay. Und der ist sofort darauf angesprungen, hat gesagt, sofort hier, wir brauchen jemanden wie dich, lass uns sofort treffen. Ein paar Tage später haben wir uns getroffen, zu dritt, die beiden, also er und der Johannes, das ist der Vorstand von dem Verein Nipe Tumaini, und ich haben uns in Witten getroffen. Dann haben die mir nochmal von dem Projekt erzählt. Ich war Feuer und Flamme. Und dann hat der Johannes auch geschrieben oder auch gesagt, dass er im Januar nach dahin fährt und ob ich nicht mitkommen möchte. Also es war... Du bist ja so grundsätzlich auch so ein spontaner Mensch bist für solche Sachen. Also ja, mir ging es in der Zeit wirklich nicht so gut. Also wegen dieser ganzen schlechten Nachrichten hatte ich wirklich Bock, mal irgendwie eine Pause zu machen. Und das kam einfach wie ein Geschenk. Und dann war das natürlich noch wunderbar verbunden mit deiner Vorliebe fürs Basketball. Ich bin Basketball, weil du solltest tatsächlich dann eben auch zumindest irgendwie einen Basketballkorb kaufen, mitbringen, Geld zumindest, um das zu machen. Wir haben uns überlegt, dass ich ja, weil der Johannes hatte viele Aufgaben dazu zu erledigen in der Woche, und dann haben wir gesagt, ich kann ja nicht immer nur rumlaufen und nichts tun, und dann haben wir vorher überlegt, was wir denn Gutes tun können. Und da habe ich gesagt, gibt es denn da einen Basketballkorb? Und dann haben sie gesagt, nee, Basketball kennen die Kinder da gar nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich baue in der Woche oder 10 Tage, ich baue da jetzt einen Basketballkorb in der Zeit. Und also diese ganze Reise war das Beste, was ich machen konnte. Es war einfach hier raus aus diesem ganzen Negativen und dann da rankommen. Also es ist natürlich super heiß gewesen, es ist trocken, fast wüstenähnlich. Da sind Kinder, denen unfassbar schlimme Sachen passiert sind. Aber wenn du da reinkommst in dieses Kinderheim, wirst du empfangen, gastfreundlich, die Kinder sind glücklich, die lachen mit dir, die spielen mit dir. Alleine das ist schon, und was die dann in diesem Projekt aufgebaut haben, vielleicht kann man das ja gleich noch sehen im Video oder man kann es ja einblenden. Also wir werden im Anschluss an das Gespräch, im Rahmen dieses DIY-Clips natürlich auch noch Impressionen, die Sebastian mitgebracht hat aus seiner Zeit in Afrika, zeigen, wo ihr euch nochmal selber ein Bild machen könnt von dem, was er da so erlebt hat. Genau, aber es war einfach toll, und die schönsten beiden Momente waren tatsächlich, also ich habe lange gebraucht, um diesen Basketballkorb aufzubauen, ja, mit einzementieren, Stangen finden, kaufen, alles zusammenschweißen, das Brett streichen und sowas alles, aber als die Kinder dann angefangen haben zu spielen, das war ein unglaublich schönes Gefühl, die zu sehen, was wir für eine Freude hatten. Und was anderes Schönes, was auch dank der Weihnachtsspenden hier von der MLK realisiert werden konnte, war, dass wir einigen von diesen, also alle Kinder einladen konnten, aber für einige war es zum ersten Mal, dass sie schwimmen durften. Oh. Ja, also die hatten mich vorher gefragt, ob ich wüsste, wie ein Schwimmbad aussehen würde, ob ich schon mal in meinem Leben ein Schwimmbad gesehen hätte. Okay. Haben mich die Kinder gefragt, und dann haben wir spontan, der Johannes und der Benson und ich, spontan überlegt, dass wir alle Kinder einpacken und in ein nahegelegenes Resort einladen, wo ein Swimmingpool war. Und diese Kinder dabei zu sehen, wie sie zum ersten Mal so einen blauen Pool sehen, da drin planschen, ein paar hat natürlich auch Angst davor. Mhm. Aber das waren einfach Erlebnisse, die vergisst man nicht mehr. Was so viel heißt wie, beim nächsten Weihnachtsprojekt sammeln wir für einen Pool
den du dann im Januar 2023 da unten eigenhändig ausschachtest und dann zerfließt und kachelst. Ne? Das haben tatsächlich einige Kinder sich immer gewünscht. Als wir dann sie gefragt haben, was wünscht ihr euch am meisten, haben sie gesagt, ein Pool. Ja, hier bei uns auf der Länge. Müssen wir sehen. Mit einer Erfahrung oder einem Erlebnis, wie kommst du jetzt zurück? Also wenn du oder wie bist du wieder zurückgekommen? Was ändert sich oder was bleibt oder was siehst du intensiver? Ja, das kann ich ganz klar beantworten. Ich genieße intensiver das Hier und Jetzt. Und das habe ich tatsächlich von diesen Kindern gelernt. Also man muss sich das vorstellen, diese Kinder, die haben wirklich extrem schlimme Sachen erlebt, aber trotzdem leben die im Hier und Jetzt, und wenn die dann diesen Basketballkorb sehen und den Ball werfen, dann sind die fröhlich, dann lachen die, dann strahlen die und dann vergessen die auch ihre Vergangenheit und dann sind die einfach im Hier und Jetzt. Und das habe ich gelernt, das war mein Perspektivwechsel, einfach viel mehr die schönen Sachen zu genießen, nicht immer nur die schlechten Sachen aus den Medien, Ukraine und alles im Kopf zu haben, sondern einfach, wenn man was Schönes erlebt, im Hier und Jetzt zu sein und das einfach zu genießen. Das ist für mich so das Wichtigste. Wir haben ja die große Herausforderung, gerade in Deutschland, dass aufgrund von Corona die Kinder- und Jugendpsychiatrien voll sind, also überfüllt. Also alle praktischen Einrichtungen, die sind also überlaufen mit allem, was dazu gehört. Hast du da irgendeine Perspektive zu sagen, kann man da von den Erfahrungen Basketball, Pool erleben, im Moment sein, irgendwas mit in unsere Situation bringen? Tja, man muss den Kindern hier dann in Deutschland auch schöne Erlebnisse bescheren, glaube ich, die sie einfach die schlechten Sachen vergessen lassen. Okay. Aber mach das mal. Das ist, schätze ich jetzt mal, ist leichter bei kenianischen Kindern, denen was Schönes zu bereiten und zu sagen, zum ersten Mal im Leben Schwimmbad zu machen oder einen Basketballkopf, weil sie noch keinen Basketball kennen. Die Kinder hier in Deutschland, denen eine richtige Freude zu bereiten, schafft man wahrscheinlich auch, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen herausfordernder. Falls ihr Erlebnisse habt, wo ihr tatsächlich Kindern und Jugendlichen in Deutschland ein fröhliches, freundliches Erlebnis verschaffen konntet, dann schreibt uns einfach, schickt uns ein Foto oder ein Bild oder ein Video davon, das wir veröffentlichen können. Das würden wir natürlich gerne tun. Mein Lieber, wir kommen zum Abschluss. Zwei wichtige Dinge, die ich dich gerne zum Schluss fragen möchte. Eben, muss nichts mit dem Thema zu tun haben. Tipp für unsere ZuschauerInnen, was muss man unbedingt mal gemacht haben? Welches Buch gelesen, Platte gehört, Gericht gekocht, Berg bestiegen, um einfach mal zu sagen, also das würdest du immer empfehlen, das muss man mal gemacht haben. Gibt es da was? Ich habe, Anfang des Jahres habe ich mein persönliches Why gefunden. Mein persönliches Warum. Okay. Das ist so eine neue Methode. Da gibt es ein sehr gutes Buch für einfach vielleicht mal googeln. Finde dein persönliches Warum. Das ist, glaube ich, von Simon Sinek. Okay. Geschrieben. Ich habe das mit einem Coach gemacht in so einem 1:1. Es war eine super Erfahrung. Man sucht sich die 10 schönsten Erlebnisse in seinem Leben raus, wo man irgendwas erreicht hat und geschafft hat und da sehr glücklich drüber war oder stolz drauf war. Der andere hört das einfach nur zu, hört dir 1,5 Stunden, 2 Stunden zu, wie du diese Geschichten erzählst und markiert sich die Sachen, die immer wieder vorkommen, die du immer wieder wiederholst und so. Und daraus holt man dann so das persönliche Why, was einen durch das ganze Leben, was sich so antreibt. So, und das hat mir extrem geholfen. Gibt es ein schönes Buch zu oder einfach mal googeln, finde dein Warum. Finde dein persönliches Why. Das sollte man auf alle Fälle im Leben mal gemacht haben. So, wir wollen ein bisschen versuchen, dass von jedem Gast, den wir hier haben, ein bisschen was in unserem Studio zurückbleibt. Darum bitte ich dich darum, was hast du uns denn mitgebracht? Es passt perfekt zum Thema, ohne dass ich das vorher wusste tatsächlich. Das ist ein, kennst du die? Sorgenfresser oder sowas? Genau, ne? Das ist Sorgi, der Sorgenfresser. Und der passt ja zu der aktuellen Zeit, weil wir so viel über Sorgen gesprochen haben. Und das ist eigentlich für mich so eine andere Form von Gott für Kinder, weil die Kinder da ihre Sorgen reinsprechen und dann denken, dass der Sorgenfresser die auffrisst und dass die Sorgen damit weg sind. Ich finde, wir als Erwachsene können das mit Gott machen, wir können dem unsere Sorgen vortragen. Aber das vielleicht sinnbildlich für einen, dass man alle Sorgen loswerden kann. Ich danke dir vielmals. Ich danke dir für den Staffelstart DIY mit dir. Das ist echt ein Gewinn. Ich meine das ehrlich, ernsthaft, es war ein tolles Gespräch für deine Zeit und deine Offenheit. Ich hoffe, ihr seid auch ins Nachdenken gekommen. Ihr merkt, nach 3 Monaten haben wir irgendwie viel Redebedarf. Es kann ein bisschen länger geworden sein heute. Das mag so sein, aber jede Minute war es und ist es, glaube ich, wert. Wir sehen jetzt noch die Impressionen, die Sebastian uns aus Afrika mitgebracht hat. Nächste Woche geht's weiter, gibt es ein neues DIY-Journal und ein Gespräch. Passt auf euch auf, Gott tut es auch. Ich freue mich auf euch, wenn wir uns wiedersehen. Macht's gut, zum Wohl. Danke, dass du da warst. Bwana ni mokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazi
ishi si kama binadamu abadilikie ananipenda leo kuliko jana. Kuomba Mungu uwasamehe wangalijua jinsi unavyonipenda mimi wasingenisema na maadui wangu ninawaombe maisha marefu wazidi kukuona ukinibariki ujue binadamu ni watu ajabu sana. Walimukana Yesu mara tatu kabla jogo kuwika. Ujue binadamu ni watu ajabu sana. Walimsulubisha Yesu Masia bila kusita. Ona Bwana ni mwokozi wangu tena ni kiongozi wangu ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi si kama binadamu abadilikie ananipenda leo kuliko jana. Kuliko jana, kuliko jana, Yesu nipende leo kuliko jana. Kama binadamu abadilikie ananipenda leo kuliko jana. Kuliko jana, kuliko jana, Yesu nipende leo mimi kuliko jana. Kuliko jana, kuliko jana, Yesu nipende leo mimi Bwana ni mwokozi wangu tena ni kiongozi wangu ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi si kama binadamu abadilikie ananipenda leo kuliko jana. And I said,